Das erste Mal als Team zusammen. Es ist etwas Einzigartiges, der Beginn von etwas Neuem und entsprechend die Aufregung durchweg spürbar, als die Cast von Disneys Aladdin zum allerersten Mal aufeinander trifft. Aus der ganzen Welt wurden nur die Besten nach Hamburg geholt, um hier Aladdins Geschichte zum Leben zu erwecken. Musical kennt eben keine Grenzen, freut sich Thomas Schumacher, der amerikanische Produzent der Show. It's all about the ingredients. Die Bestandteile sind am wichtigsten. Hast du die richtigen Leute? Hast du den richtigen Ort? Stimmen alle Faktoren? Und wenn du diese wunderbare Cast hier siehst, sie sind alle so begabt. Heute sind sie zum allerersten Mal zusammengekommen. Es ist toll zu sehen, wie diese Gruppe Darsteller aus der ganzen Welt gemeinsam unsere Geschichte erzählt. Und um diese Geschichte zu proben, bleiben den 38 Darstellern aus 12 Nationen weniger als 2 Monate. Denn schon am 6. Dezember feiert das Musical im Stage-Theater Neue Flora seine große Europapremiere. Nicht viel Zeit, um aus den einzelnen Künstlerinnen und Künstlern ein Ensemble zu formen. Bis jetzt waren es alles nur Facebook-Freunde. Wir haben nämlich schon eine Facebook-Gruppe. Und jetzt hast du mal eine Persönlichkeit zu den Gesichtern gesehen. Und ich glaube, es ist eine total nette Truppe. Sie wirken alle sehr, sehr lustig und ich glaube, wir haben sehr viel Spaß miteinander. Mit Disneys Aladdin kommt ein Musical nach Europa, das mit seiner spektakulären Inszenierung und der weltbekannten Musik bereits seit Monaten in New York gefeiert wird. Erzählt wird darin die zeitlose Geschichte von Aladdin, Genie und den 3 Wünschen, die seit Generationen über alle Grenzen hinweg geliebt wird und den Zuschauer in die magische Welt des Orients entführt. Und das schon bald eben auch in Hamburg. Es werden anstrengende Wochen, ja. Aber es ist so toll, mit diesen zu arbeiten. Das macht so viel Spaß. Dass, ja, es ist anstrengend, aber auch gleichzeitig haben wir viel Spaß. Eine erste berührende Premiere gab es aber jetzt schon, als Hauptdarsteller Richard Salvador Wolf den Song Stolz auf deinen Sohn vortrug. Dieser Song ist einer der wichtigsten des Musicals. Bei meinen Fehlern und Schwächen verspreche ich dir, Mama, du staunst. Dieser Tag hatte eine große Bedeutung für mich einfach, weil es endlich losgeht. Und ich war so nervös und so aufgeregt, weil erstens, man kennt die Leute noch nicht, aber trotzdem fühlt man sich schon familiär und das ist ein ganz, ganz bezaubernder Moment. Dass auch die Zuschauer künftig solche Gänsehautmomente erleben dürfen, dafür werden Cast und Theater in den nächsten Wochen hart arbeiten. Schließlich haben sie alle zusammen das Ziel, Disneys Aladdin in Hamburg so erfolgreich zu präsentieren wie ihre Kollegen in New York.